Ja, Sie sehen schon direkt, worum es geht. Cannabis. Viele schwören ja drauf zur Entspannung oder wegen der schmerzlindernden Wirkung. Aber der Stoff, der birgt eben auch Gesundheitsrisiken. Die Bundesregierung, die will nun Stoffe der Hanfpflanze teilweise legalisieren. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holitschek kritisiert dieses Vorhaben scharf. Und wir legal einen Joint rauchen. Das soll mit dem Gesetz zur Cannabis-Legalisierung bald möglich werden. Bereits ab 18 Jahren soll der Besitz von bis zu 25 Gramm erlaubt werden. Die Angst von Kritikern, immer mehr Jugendliche könnten mit dem Cannabiskonsum anfangen. Dazu kommt das Suchtpotenzial. Auch dort sind Jüngere besonders gefährdet. Rund 9% aller Konsumenten werden Studien zufolge abhängig. Bei Heranwachsenden, die über längere Zeit täglich Gras rauchen, steigt die Zahl der Süchtigen langfristig auf bis zu 50%. Wir müssen uns an dem orientieren, zumindest ich als Gesundheitsminister, was mir Fachleute sagen, dass die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen eklatant gefährdet wird. Das ist mein Maßstab. Und ich halte es für unverantwortlich, wenn ein Gesundheitsminister sich für die Legalisierung von Cannabis ausspricht. Gesundheitsminister Lauterbach will deshalb das Präventionsangebot für Jugendliche deutlich verstärken. Insgesamt nimmt sich Lauterbach ein Beispiel an anderen Ländern wie Kanada. Seit 2018 gibt es dort eine Cannabis-Gesetzgebung. Produkte dürfen von Erwachsenen grundsätzlich konsumiert werden. Erlaubt ist zudem der Besitz von 30 Gramm und 4 Pflanzen. Für die Kontrolle und Besteuerung der Cannabis-Produzenten hat Kanada sogar einen eigenen Cannabis-Minister. In den Niederlanden ist der Cannabiskonsum mittlerweile umstritten. Zuletzt sorgte die Meldung für Aufsehen, dass Amsterdam das öffentliche Kiffen in der Innenstadt verboten hat. Grundsätzlich wird der Konsum und Erwerb kleiner Mengen Cannabis zwar seit Jahrzehnten toleriert, doch Handel und Anbau sind illegal, weshalb rund um die berühmten Coffeeshops die Drogenmafia regiert. Die Versorgung der Drogenshops und der Coffeeshops, das macht die Drogenmafia. Und so ist in Holland in den letzten 40 Jahren eine ganz große, mächtige Drogenmafia entstanden. Gesundheitsminister Lauterbach ist sich trotzdem sicher, dass eine Legalisierung in Deutschland funktionieren wird. Deshalb will er morgen mit der Ampelkoalition das Gesetz im Bundeskabinett auf den Weg bringen. In Kraft treten könnten die neuen Regeln noch in diesem Jahr. Nun sind Sie schon mal grundsätzlich im Bild und wir holen jetzt auch Anna-Marleen Hove dazu, die heute in Sachen Cannabis für uns in Frankfurt am Main unterwegs ist, gerade auch beim Drogenreferat. Anna-Marleen, nun ist es ja so, dass Frankfurt und Offenbach, die wollen eine Modellregion fürs Thema Cannabis werden. Wie genau stellt man sich das vor? Was ist da geplant? Man strebt an, eine Modellregion werden zu wollen, weil man dadurch eben genau im Bilde ist über die Lieferketten und über die Abgabestellen, wenn es um den legalen Verkauf von Cannabis geht. Und das möchte man hier eben erreichen. Allerdings gibt es noch gar keinen konkreten Entwurf zu den Modellregionen von Seiten der Bundesregierung. Damit möchte man sich wohl dann erst ab Herbst mit befassen. Denn es muss ja irgendeinen Leitfaden geben, was für Anforderungen und Herausforderungen kommen da auf eben die Städte zu, die Modellregion werden wollen. Und das steht bisher eben noch in den Sternen. Aber man darf nicht vergessen, dieses ganze Thema rund um Cannabis legalisieren, ja oder nein, das birgt nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile, eben sein Für und Wider. Und vor allem über die Nachteile, da habe ich mich mit dem Suchtmediziner Dr. Luderer unterhalten und ihn mal gefragt, wie sieht das denn eigentlich aus mit den Nebenwirkungen und Auswirkungen von dem Konsum? Also Cannabis ist eine Droge, die abhängig machen kann, und gerade wenn man im Jugendalter schon damit beginnt, ist das Risiko, eine Abhängigkeit zu entwickeln, höher. Und auch wenn der Konsum regelmäßig oder täglich wird, dann ist das Risiko, eine Abhängigkeit zu entwickeln, nochmal deutlich, deutlich höher. Und ich denke, das hat auch ein Stück weit mit der Verfügbarkeit dieser Substanz zu tun. Vor allem, was eine schlimme Nebenwirkung sein kann, sagte er mir, sind die Psychosen, die dabei entstehen können. Das heißt, ein Mensch kann Stimmen hören, die nicht existieren, oder sich Dinge einbilden, die nicht der Realität entsprechen. Und das ist natürlich besonders gefährlich, weil dadurch natürlich das private Umfeld enorm Schaden von trägt, dass zum Beispiel auch Partnerschaften davon zerbrechen können. Die Modellregion, das behalten wir hier weiter im Auge in Frankfurt und Offenbach. Wie
sich das entwickelt. Jetzt geht es morgen erstmal daran, dass der Entwurf ins Bundeskabinett kommt. Und wenn wir uns das anschauen, dass der Entwurf von bisher 84 Seiten auf mittlerweile schon über 160 Seiten angestiegen ist, dann sehen wir hier ganz klar, dass es noch einige Themen gibt, über die man hier diskutieren muss. Ja, haben offenbar einige ihre Bedenken noch mal mit reingepackt. Anna-Marlene Hobe, vielen Dank erstmal für die Übersicht.